Oh je, entschuldigen Sie bitte vielmals, bin ich etwa schon auf Sendung? Naja, wir sind jedenfalls wieder hier bei News Spekulatius. Ja und Happy Birthday natürlich an Yo-Kai Watch. Der Bruder ist heute 10 Jahre alt geworden und endlich haben auch Level 5 samt Hino und der Yo-Kai Watch Twitter-Account den Geburtstag zelebriert. Und was von offizieller Seite aus kommen wird, wenn es um 1 Geburtstagsparty mit Inhalten geht und welches Yo-Kai Watch Spiel als nächstes in den Westen kommen könnte. Das alles und vieles mehr in diesem Video. Der 10. Geburtstag von Yo-Kai Watch wird dementsprechend sehr jäh. Also Daumen nach oben jetzt reinhalterisieren. Gerne natürlich im positiven Segmente. Sollte Ihnen dieses Video hier gefallerisieren. Vielen Dank für eins Unterstützung. Und natürlich in die Comments. Hashtag Save Yo-Kai Watch. Denn wir scheinen es nach 3 Jahren dieses Hashtags. Ja, nachdem wir diesen Hashtag für unsere Zwecke missbraucht haben, hat es jetzt wohl endlich geklappt. Dazu aber später mehr. Abonniert hier gerne rein für mehr Yo-Kai Watch related Content. Jetzt gerade geht die Luzi wieder einmal richtig ab, könnte man sagen. Also Abo gerne reinschauen und natürlich auch die Abo-Klingel aktivieren für den heiligen Überflex. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, es ist heute Nacht wirklich passiert. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Ich sag euch, wie das ist. Also generell davon auszugehen, dass Level 5 so urplötzlich um die Ecke kommt. Ich hab's im letzten Puni Puni Video ja so ein bisschen angedeutet, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich tun. Ich dachte, ja gut, die skippen den 10. Geburtstag, aber dass ich da getäuscht worden bin, boom. Das sehen wir mehr oder weniger hier beim Ehrenbruder Akihiro Hino, denn er hat Folgendes getwittert. Heute ist der 10. Jahrestag von Yo-Kai Watch. Es ist noch früh. Vielen Dank für all die feierlichen Tweets, ja, die Sonderseite zum 10-jährigen Jubiläum wurde veröffentlicht. Sehen Sie selbst heute noch hinein. Gucken wir gleich auch noch hinein. Aber noch etwas, was mir sehr wichtig ist. Die nächste Arbeit, die auf dem Ablauf von Yo-Kai Watch aufbaut, schreitet stetig voran. Die Ankündigung liegt noch etwas in der Zukunft, aber freuen Sie sich bitte darauf. Oh je! Und ganz ehrlich, ich freue mich da sogar wirklich drauf, weil ich hätte nicht damit gerechnet, wie gesagt. Und das Ding ist, nicht nur Hino hat einen Tweet verfasst, sondern auch der japanische Twitter-Account von Yo-Kai Watch ist gerade zum 10-jährigen Bestehen von Yo-Kai Watch komplett am Ausrasten. Ja, was Hino gesagt hat, ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr auf süß angelegt und oha. Ja, es gibt jetzt sogar eine Anniversary-Webseite. Werden wir gleich reinschauen. Und parallel dazu nochmal, weil es so schön war, ich will das Gesagte von Hino nochmal in etwas genauer haben. Was wird hier genauer gesagt? Das nächste Werk in der Art von Yo-Kai Watch ist auch schon in Arbeit. Die Ankündigung liegt noch in weiter Ferne, aber freuen Sie sich darauf. In weiter Ferne hören wir hier mit dem DeepL Übersetzer. Und es klingt auf jeden Fall so, als wäre dieser Release noch etwas weiter von uns weg. Also ich weiß nicht, ob wir davon ausgehen können, dass hier mit Yo-Kai Watch 5 gemeint ist, noch ob es überhaupt in diesem Jahr erscheint, noch ob es überhaupt in den Westen kommt. Das ist die große Frage. Auf jeden Fall aber wird es der neueste Eintrag der Spieleserie sein. So viel ist halt hoffentlich klar. Und jetzt lass uns nochmal ganz kurz in die Anniversary-Webseite gehen. Und ich muss wirklich sagen, sie ist... Maschallah, sie ist schön gestaltet. Schaut euch das an. Bewegter Hintergrund, könnte eine Nintendo-Seite sein. Ja, und ich muss sagen, so sehr ich sie auch feiere, sie ist leider nur auf Japanisch verfügbar. Weil wahrscheinlich Japan und Asien, der momentane Hauptmarkt von Yo-Kai Watch ist, davon gehe ich aus. Ja, ich denke, das ist dem zu verschulden. Alle anderen Seiten, Dekapolis und so weiter, haben eine Englisch-Option. Diese hier leider nicht. Das ist sehr, sehr traurig und schade zugleich, weil wir werden im Laufe des Videos sehen, möglich gewesen wäre es. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Ich find's wirklich schade. Aber ich zeige euch gleich was, was die Fanherzen von Yo-Kai Watch im Westen zumindest wieder etwas aufleben lässt.
Ich will aber nicht zu viel vorwegnehmen. Jetzt erstmal rein in die Webseite. Ihr seht, ich habe sie auf Deutsch übersetzen lassen, damit das nicht ganz so cringe wird eben. Und hier steht folgendes. Yo-Kai Watch feiert am 11. Juli, also heute, ja, sein 10-jähriges Jubiläum. Wir haben eine Vielzahl besonderer Projekte vorbereitet, um Ihnen allen unseren Dank auszudrücken. Hier an der Stelle erstmal dieses sehrjährige Logo mit den Nathan. Und natürlich Whisper und Chibanyan haben auch die absoluten Überkicks. Beide sind nämlich Nullen. Anyways, es gibt hier so ein interaktives Menü, was auch sehr, sehr smooth und sehr sexy aussieht, muss ich sagen. Wir haben hier einmal das Yo-Kai Watch Film Festival. Ich fasse euch das kurz zusammen. Es werden jetzt auf dem, ich glaube, japanischen Kanal von Level 5, also Level 5 CH, der japanische Account von ihnen, dort werden, auch jetzt gerade während ich dieses Video aufnehme, wird ein Film ausgestrahlt. Und zwar ist es wohl so, dass jetzt bis zum 25. I guess, können wir ganz kurz reinschauen, drei Filme abgespielt werden. Drei Filme und das ist der erste. Ja, huch. Hier ist der erste, das ist der Yo-Kai Watch 2 Film, I guess. Also quasi der hier mit der Yo-Kai Watch 2 Story. Dann haben wir hier den nächsten am 18. und dann am 25. Ding ist, der ist voll cool mit Audiokommentar der japanischen Synchronsprecherin von Yo-Kai Watch, also Chibanyan und Koalanyan unter anderem. Also hier sind wohl auch andere Sprecher dabei, wie auch die Rolle von Koma-san und die Rolle von Nathan, das sind so Gastauftritte, aber die Rolle von Chibanyan ist quasi überall mit dabei. Leider aber natürlich nur auf Japanisch und vor allen Dingen, ihr seht es hier schon, geoblockt. Also man kommt da nur rein, wenn man ja ein VPN besitzt, was sehr, sehr schade ist, weil es wieder dieses typische Ausschließi-Prinzip ist. Die Westler werden vom Filme gucken, auch der japanischen, ausgeschlossen. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber, ja, das ist aber auch, muss ich sagen, schon fast alles zur Webseite. Man kann sich hier noch irgendwelche Sticker kaufen für 120 Yen oder so. Mit Usapion und die Chibanyan und die Nathan. Und das ist aber auch je. Ich habe mir an der Stelle schon alle gekauft. Und es gibt Wallpaper-Boni-Inhalte, meine Kerle. Now look at that. Das sieht sexy aus. Einfach ein Wallpaper anlässlich zum 10. Geburtstag und das Ganze in zwei verschiedenen Auflösungsstufen. Sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr cool. Ansonsten, was ich euch auch noch nicht vorenthalten will, es gibt hier im Reiter noch so ein weiteres, ich sag mal, Event. Was heißt Event? Es ist eher so eine Art, ja, die Geschichte, die das Revue passieren lassen von Yo-Kai Watch. Und das ist halt hier sehr, sehr cool dargestellt in einer Art Zeiten. Baum, wenn man so möchte. Angefangen 2013, heute vor 10 Jahren, ist Yo-Kai Watch in Japan auf dem 3DS erschienen. Dann 2014, wir haben natürlich nur die japanischen Releases hier, ist klar. 2014, am 10. Juli sogar, wild, so fast ein Jahr nach Yo-Kai Watch 1, wusste ich gar nicht, Yo-Kai Watch 2 erschienen, nur um dann irgendwie nach 5 Monaten, ihr seht es, Yo-Kai Watch 2 geistige Geister zu kriegen, also sehr wenig Zeit zwischen dem Ganzen. Level 5 halbe Marathon-Sprinter, könnte man sagen. Dann 2015, auch ebenfalls am 11. Juli, was auch wieder mal am Tag von Yo-Kai Watch war. Wild. Yo-Kai Watch Blasters. Und dann am 5. Dezember Just Dance, oh mein Gott, DLC, man kennt's. 2016 an Sangokushi im April. April, um einen Tag verschlafen, könnte man sagen. Am 16. Juli Yo-Kai Watch 3. Die Brüder, Sushi und Tempura. Und natürlich Sukiyaki, Yo-Kai Watch 3. Auch nicht mal ein halbes Jahr später, also Level 5 wirklich am Durchklatschen. Hätten sich echt mehr Zeit lassen können für diese ganzen Spiele. Ich sag euch, wie das ist. Wir haben echt viel zu viel rausgehauen in kürzester Zeit. 2017 Yo-Kai Watch Blasters 2. 2019 Yo-Kai Uhr 4. Am 20. Juni erschienen. Wir haben es quasi am Tag des Releases gezockt. Wer erinnert sich noch? Am 10.10. Yo-Kai Watch 1 haben wir ausgelassen. Am 5. Dezember kam Yo-Kai Watch 4++. Holy shit, so kurz schon? So
wenig Zeit dazwischen irgendwie. Und 2020 natürlich der letzte Eintrag bisher von Yo-Kai Watch. YY Schulleben. Na klar. Warum das hier gleich noch interessant wird, dazu kommen wir jetzt. Aber ja, na, sehr schöne Rückblickseite an der Stelle. Und auch sehrjährige Wallpaper, muss ich sagen. Link zur Seite natürlich in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir kommen dann jetzt zum Grande Finale für die Yo-Kai-Brüder im Westen, die sich fragen, neues Yo-Kai-Watch-Spiel wann? Das letzte kam ja 2020. Wann neues Yo-Kai-Watch-Spiel? Und wir haben Hino gehört, kommt bald was, aber ist noch in ferner Zukunft. Ja, kommen wir zuerst mal, das muss ich jetzt ein bisschen aufbauen, kommen wir zuerst mal zum alleroffiziellen japanischen Yo-Kai Watch Account, der heute ordentlich Party am Maken ist, und zwar nicht nur auf Japanisch, sondern eben auch auf Englisch. Es wurde ein Tweet auf Englisch verfasst. Für die Brüder im Westen, muss man an der Stelle sagen. Oh je. Und es heißt folgendes. Yo-Kai Watch 10. Jahrestag. Heute, am 11. Juli, feiert Yo-Kai Watch sein 10-jähriges Jubiläum. Vielen Dank für 10 Jahre und Ihre anhaltende Unterstützung. Was halt schon wild ist. Ja, gerade wenn man bedenkt, dass das wahrscheinlich nicht so oft passiert ist bisher, dass der japanische Yo-Kai Watch Account auf Englisch getweetet hat. Und an der Stelle immer noch Rip und F an den englischen offiziellen Yo-Kai Watch Account. Dieser Account blieb leider verschont von einer offiziellen Ankündigung von dieser Seite aus. Also an der Stelle nochmal Rip und F an den offiziellen englischen Twitter-Account. Er ist bisher weiterhin inaktiv. Ich will nicht sagen tot, okay? Inaktiv. Ich glaube, der kommt nochmal zurück. Genauso wie der Inazuma 11 Twitter-Account. Call me on that. Aber es ist nicht oft passiert, dass der japanische Account das gemacht hat. Und das wahrscheinlich auch irgendwo aus dem Grund, na, wir können jetzt ja nicht den englischen Account wiederherstellen oder den wieder aktivieren, um danach wieder was zu tweeten, um dann wieder ein halbes Jahr die Fresse zu halten. Obwohl sie das mit ihren anderen Accounts, siehe Deka-Police, auch so machen, aber gut, das ist auch nur Spekulatius von meiner Seite aus. Ja, und ich meine, dieser Tweet hier kündigt zwar kein neues Spiel an, aber man sagt damit zumindest etwas. Man sagt damit aus, wir hören euch zu, wir wissen, dass ihr da seid und wir schätzen eure Unterstützerisierung. Und trotz der Tatsache, dass sie uns 3 Jahre im Dunkeln haben warten lassen, ja, kommen sie hier mit diesem Tweet zurück. Denn das ist das erste Mal seit längerer Zeit, seit Fantasy Life Online, wenn man es ganz genau nehmen will, dass es etwas Neues zu Yo-Kai Watch im Westen gibt. Das ist das Ding, ja. Und Ding ist, 3 Jahre im Dunkeln haben tappen lassen, mehr oder weniger, von offizieller Seite aus jedenfalls. Das ist von offizieller Seite aus nach mehreren Jahren gesagt, hallo Yo-Kai-Fans im Westen, wir sind wieder da, so mehr oder weniger, ja. Denn ihr müsst wissen, wir haben inoffiziell in den letzten Jahren einige Leaks auseinandergenommen, könnte man sagen, die gezeigt haben, Level 5 operiert noch im Westen und bereitet Dinge für uns vor. Auch wenn sie es nicht öffentlich kommuniziert haben. Unter anderem eine Markeneintragung für Yo-Kai Watch, Jam, Wise Goal Heroes. Wer erinnert sich noch? Wir haben dazu safe ein Video gemacht. Und heute, meine sehr geehrte Yo-Kai Watch Brüderschaft, gibt es diesbezüglich ein Update. Oh Zufall, oh Wunder. Heute am 10-jährigen Bestehen von Yo-Kai Watch gibt es im Falle der Markeneintragung von Yo-Kai Watch Jam Wise School Heroes ein Update. Passt auf. Heute Morgen wurde auf dieser Trademark-Seite hier, also Trademark Genius nennt die sich, da wurde eine Entdeckung gemacht, könnte man sagen. Das Trademark von Yo-Kai Watch Wise School Heroes wurde geupdatet. Dafür würde ich sagen, schauen wir mal direkt mal rein und erkennen jetzt erstmal nicht allzu viel, aber jetzt sollten wir es, glaube ich, sehen. Okay, schaut mal, was hier steht. Wir haben zwar hier schon Eintragung von 2021, wir sehen das, ja, wir haben hier eine Markeneintragung, also wahrscheinlich die Ersteintragung der Marke Wise School Heroes im Juli 2021. Wir sehen auch hier vom Status her, den es hier irgendwo gibt, hier unten sollte er sein, Event Dates, ja, da wurde bis letztes Jahr wurden gewisse
Publications oder Publishings vorgenommen, zum Beispiel Published for Opposition. Und heute, darf ich Ihnen sagen, wurde diese Marke endlich eingetragen. Jetzt ist es wirklich eine Trademark. Am 11. Juli diesen Jahres, heute, wurde Y School Heroes als Trademark eingetragen. Das ist so big, ich muss es mehrmals sagen, damit ihr versteht, was das bedeutet. Denn das ist huge news, meine Brüder und Dudinen. Denn das hier könnte ein Indiz dafür sein, dass uns Y School Heroes als nächstes Yo-Kai Watch Spiel im Westen erwarten könnte. Und lasst uns nochmal ganz kurz hier auf Twitter gehen. Und zwar an der Stelle will ich ganz kurz einen Tweet klauen von Taylor Nyan. Für die Leute, die es nicht wissen, die Registrierung bedeutet, dass es jetzt eine offizielle Marke ist. Was erklären würde, warum das Logo in Fantasy Life Online kein TM oder kein R-Trademark-Symbol hatte. Ja, da haben wir uns ja drüber gewundert. Warum gab es in Fantasy Life Online denn hier an der Stelle kein R-Logo wie bei Nintendo oder kein TM wie bei irgendwelchen anderen Videospielen, das der Fall ist. Das haben wir safe in einem Video auseinandergenommen. Ne? Es gab in Fantasy Life Online ein Y School Heroes Event, in dem dieses Logo vorgekommen ist. Ohne Trademark oder Registriert-Symbol. Eben weil es noch keine aktive Trademark war. Jetzt ist sie das. Ja, und das könnte eben darauf schließen lassen, dass wir dieses Spiel hier als nächstes bekommen werden. Auch wenn Hino und auch wenn der Yo-Kai Watch Twitter-Account heute nichts dazu gesagt haben. Also ja, Yo-Kai Watch im Westen gerettet? Fragezeichen. Was denkt ihr? Sind wir gut dabei? Oder ist es ein weiteres unendlich langes Warten, bis endlich mal eine Fortsetzung kommt? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Was ist Hashtag eure Meinung? Ist das hier Huge News, wie von mir betitelt, oder ehrenloser Clickbait? Schreiben Sie es sehr gerne in die Comments hinein. Und hauen Sie rein. Machen Sie es gut. Canceln Sie mich.